Hallo und herzlich willkommen, die Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Madames et Messieurs, zu der vierten Folge des Let's Play Inquisitor Martyr Alpha Build. Wir befinden uns mit unserem Inquisitor hier auf der Kommandobrücke des Raumschiffes, auf dem wir unser HQ eingerichtet haben und sind immer noch auf der Suche des Magos Biologis des Adeptus Mechanicum. Und ich habe zwischen den Folgen eine Handvoll Seitenquests erledigt, um den Inquisitor ein bisschen aufzurüsten, ein bisschen stärker zu machen, neues Loot zu finden und mich mit den Spielmechaniken ein bisschen vertrauter zu machen. Wir haben aktuell unseren Crusader mit einer Power Axe und einer Plasmapistole, Cyclone Missile Launcher auf dem Rücken. Und im zweiten Loadout habe ich eine Schrotflinte. Ein bisschen bessere als die beim letzten Mal. Wir werden sehen, wie sich das im Spiel darstellt. Und ich habe auch hier Account Level und auch den Rang des Inquisitor etwas erhöhen können. Wir gehen hier bei Investigation Saving Caius Thorn auf die nächste Lokation und schauen mal, was dort passiert. Wir sind in den Frozen Wastelands. Wir haben dort einige Gegnertypen. Unbound Raider, wir haben Reborn Gunner, wir haben Unbound Tribesmen. Die Difficulty hier ist normal. Wir haben hier ein Rating von 125. Ich bin selbst bei einem Rating von 102. Das sollte also nicht zu extrem sein. Und wir stürzen uns mal direkt in die Mission. Dazu sei zu sagen, ich lerne ja in diesen Episoden immer noch das Let's Play Business. Ich habe heute das Mikro etwas lauter gestellt und die Aufnahme vom tatsächlichen Spiel etwas runtergepegelt. Ich hoffe, dass man das Ganze heute etwas lauter hört, auch über das ganze Schießen, über das Gunfire und den riesen Tumult auf dem Bildschirm. This area is one of the potential locations where your Magus Biologus could be. And it seems you've also got company. Gut, hier könnte der Magus Biologus sein. Den muss ich hier an dieser Stelle finden. Und ich sehe jetzt schon, so wie das Bild gerade eingestellt ist, dieser Lichteffekt auf dem Eis, auf diesem Gefrorenen hier. Nicer Scheiß. Auch die Ebene darunter sieht man. Richtig cool. Gefällt mir. Optisch macht dieses Spiel meines Erachtens viel her, schon mit dem Alpha. Vielleicht wird es sogar mit der Vollversion noch ein bisschen krasser. Ich bin gespannt und starte The Carnage mit der Schrotflinte und suche mir mal die ersten Gegner. Ich hoffe, dass dieses Frozen Wasteland auch irgendwo anfängt, also nicht nur die See gefroren ist. Aber wenn man genau hinhört, hört man auch das Eis unter den Füßen des Inquisitor knacken. Das hört sich sehr geil an. Und da stehen ein paar Fässer auf dem Eis. Warum auch immer. Ich gehe erstmal hier die, nennen wir es mal, Spielfeldkante ab. Denn als alter Tabletop-Hase unterteile ich meist Gebiete in Spielfeldkanten und Sektoren. Und da kommen uns auch schon ein paar Heretics und Gunner entgegen. Und dank des bisschen Leveln zwischendrin waren die jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Hier probiere ich mal die neue Plasmapistole aus, die auch nicht so schlecht ist. Die Force Axe ist natürlich noch viel besser. Wir befinden uns, muss man ja sich daran erinnern, im Universum von Warhammer 40k, wo wir gerade im Nahkampf einen starken Fokus haben, denn Ultimate Carnage ist einfach diesem Dacker, 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 was die Orks bevorzugen, doch vorzuziehen. Und ich bevorzuge eigentlich Kettenschwerter. Das Problem ist allerdings, dass ich bis jetzt kein entsprechend starkes gefunden habe, um die Energieaxt hier abzulösen. Vielleicht finden wir in der nächsten Mission ja noch ein schickes Kettenschwert, mit dem wir dann weiter schnetzeln können, da ich diesen Sound des Kettenschwerts einfach zu ikonisch finde, als ihn hier ignorieren zu wollen. So, ich gehe den Sektor mal Stück für Stück ab, um auch nach Möglichkeit alle Gegner zu erwischen und dann auch die entsprechenden XP zu looten.
In der Mission, die ich zwischendurch gemacht habe, habe ich festgestellt, dass meine Spieltaktik, die ich zum Beispiel in Diablo 3 mit meiner Zaubererin anwende, reinrennen, zaubern und hoffen, nein, nicht hoffen, nein, wissen, dass das HP für Kill, HP für Leben, für Treffer und HP pro Sekunde reicht, um nicht zu sterben. Das ist hier noch nicht der Fall, aber ich bin noch relativ weit vorne in der Kampagne. Hier muss ich tatsächlich auch öfter mal mich zurückziehen und, wenn vorhanden, Deckung nutzen, was für mich noch eine Mechanik ist, die ich nochmal in Ruhe für mich verinnerlichen muss. Gegebenenfalls werde ich auch in Zukunft weiter einzelne Standard-Quests zwischen den Spielen für mich machen, um den Inquisitor zu skillen, zu leveln, dass ihr dann nicht allen Mist mit angucken müsst. Vielleicht sind ja auch die, nennen wir es mal Kampagnenmissionen, interessanter für euch, diese anzuschauen. So, und hier haben wir nämlich das schon. Trotz, dass ich stärker bin als die Jungs, schießen nämlich im Haufen doch einfach nieder. Und meine Lebenspunkte gehen schon erstaunlich schnell nach unten. Hier vorne hat man Gun Emplacement. Da muss ich natürlich jetzt versuchen, mich ein bisschen drumherum zu schleichen. Da haben wir oben noch einen Gunner drin. Bin ich hier aus dem Schussfeld raus? Jawohl. Und versuche natürlich, hier mal ranzukommen. Und ihn einfach mal wegzuschießen. Denn wenn solche Gun Emplacements keine Crew mehr haben, sind die auch gar nicht mehr so schlimm. Einmal hier mit dem Boomstick Bekanntschaft machen. Denn Flinte im Gesicht tut niemals gut. Zumindest dem Gegner nicht. Hier nutze ich dann tatsächlich auch mal die Deckung. Und man merkt tatsächlich, dass die Gegner so weit schlau wirken, dass sie die Deckung auch einfach umgehen und von der Seite kommen. Also mich flankieren. Ob das jetzt so ein Scripted-Ding ist oder ob das was ist, was die AI zufällig mal eben für sich erkennt, weiß ich nicht, kann ich nicht genau einordnen. Dieses Gun-Emplacement bringt mir in diese Richtung nie wirklich viel. Wir werden weiter sehen, ob das was Gescriptetes ist, dieses Umlaufen, oder ob die künstliche Intelligenz auch wirklich dazu lernen kann. So, hier ist der Magus Biologus nicht auf dieser Insel. Gehen wir mal auf die nächste Landmasse. Da haben wir auch wieder einen Gun Emplacement, das ich so ein bisschen als Deckung nutzen kann. Das aber bestimmt auch schnell bemannt wird. Genau, wir haben hier noch unbound, also ungeteilte Typen, die grundsätzlich das Chaos anbeten und nicht speziell eine Gottheit. Und das wird natürlich hier auch ordentlich proklamiert von denen. Und der gute Mann kriegt mit der Force Axe, beziehungsweise in diesem Spiel Power Axe und mit einer Plasmapistole ins Gesicht. Hier haben wir auch noch ein Gun Emplacement. Mal schauen, ob mir das ein bisschen was bringt. Wenn ich hier rangehe, sehe ich nichts. Ja, wunderbar. Das heißt, ich könnte gegebenenfalls hier ein paar Gegner hinpullen und diese dann damit abschießen, wenn ich es schaffe. Ich glaube, dafür ist meine Bewegungsgeschwindigkeit aber nicht groß genug, als dort wirklich effektiv handeln zu können. Eat steel. Und hier wieder eine dieser Standardgruppen, die mit ein paar Schrotflintensalven auch dann ins Nirvana zurück zu ihren Göttern geschickt wurde. Da vorne noch eine. Und ihr könnt auch gerne mal, während ich hier so gerade durchlaufe, in die Kommentarsektion schreiben, was ihr so von dem Moderationsstil haltet und wie viele Folgen, nein, nicht wie viele Folgen, wie viele Spiele, wie viele Missionen ihr pro Folge Let's Play gerne sehen wollt. Sagt ihr, es wäre cool, wenn du so und so viele Minuten am Stück das Let's Play, die Episode machst, oder mach auf jeden Fall zwei Missionen. Nee, ist egal, wie lange das dauert, mach nur eine Mission oder so in diese Richtung. Könnt ihr gerne mal alles was zu äußern. Das Ganze soll natürlich nach euren Wünschen auch ausgerichtet sein. Und dann gucke ich mal, dass wir das irgendwie zusammen hinkriegen und eine geile Zeit mit Inquisitor Martyr haben. Your head.
Und hier merkt man tatsächlich, die Champions sind gar nicht so einfach. Trotz Leveln. Die halten schon ordentlich was aus. Dafür sind die Rank-and-Fire-Gegner entsprechend schwach. Und gehen natürlich ganz schnell zu Boden. So. Im Ganzen ist dieser Grafikstil sehr cool. Auch dieser ganze Nebel, den man hier so sieht, wahrscheinlich von gefrorener Luftfeuchtigkeit entstanden. Sieht richtig nice aus, macht Spaß, gefällt mir. Und ich freue mich schon, wenn das Spiel in der Vollversion verfügbar ist. Mittlerweile sind auch gegnerische Commander kein Problem mehr für mich. Einmal den Cyclone Missile Launcher gelöst und ein paar Salven Schrotflinte ins Gesicht. Danach steht keiner so schnell auf. Das haben wir natürlich auch schon in diversen Kultfilmen festgestellt. Zum Beispiel der gute Ashley hat mit seinem Boomstick schon ordentlich Untote ins Nirvana zurückgeschickt. Und spätestens seitdem wissen wir, eine Pumpgun in der Hand, Mann. Sportlich, schlank, Mann. So. Wir gehen zum nächsten Punkt, da wo der nächste Clou sein könnte. Einmal nochmal die Schrotflinte los, damit diese nachgeladen wird. Ich weiß immer noch nicht, ob es da auch eine Reload-Taste gibt. Ich habe mir die Kürze noch nicht angeschaut. Sollte das so sein, schreibt es auch bitte mal. Dann kann ich das beim nächsten Mal vielleicht Captain, berücksichtigen. Metrodor Thalema is definitely not here. That's quite unfortunate, Inquisitor. So ein Mist. At least I've eliminated the local threat. So this whole journey hasn't been a complete waste of my time. We have two other sets of coordinates. Maybe you'll find her on the next world. Also. Mission completed! Also auch an dieser Stelle befindet sich der Magus Biologis nicht. Und wir verschwinden von dieser Welt. Ein paar Köpfe eingehauen, ein bisschen Loot, ein bisschen XP. Ist nicht verkehrt. Unser XP-Bonus verschafft uns leider noch keinen Rang. Und die Rank-Points auch noch nicht so wirklich viel. 16 Fate, das ist cool. Credits haben wir nicht so viele. Es gibt eine Assault Armor, eine Shotgun, eine Plasma Pistol und einen Refractor Field als direkten Loot aus der Mission. Und aus der Loot-Kiste bekommen wir Implantat, Credits, Schwert, Implantat, ein Inoculator und eine Las Pistol. Und gehen mal direkt Continue. Zurück ins Spiel auf die Kommandobrücke. Heroic Deed Completed. Death Dealer. Skill Tree Unlocked. The Art of the Death Cults. Also ein neuer Skill Tree offensichtlich hier freigeschaltet. Wo auch immer der gerade ist. Support Criticals. Genau. Criticals freigeschaltet, hier kann ich mich jetzt auch dann langsam durchklicken mit den Account-Level-Punkten. Diese sind wahrscheinlich wie in Diablo 3 der Paragon-Level vergleichbar, dass sie bei jedem Charakter, den man erstellt, mitgenommen werden. Wäre cool, wenn ich dann später auch nochmal die anderen Klassen ausprobiere, damit ich mir diese ganzen Skill-Trees hier nicht nochmal extra erarbeiten muss. Aber halt Account-Level. Ist halt für den Account und nicht der Rang des Inquisitor. So viel dazu. Ich wollte mir noch die Loot-Klamotten angucken. Wir haben im zweiten Loadout eine bessere Shotgun und wir haben hier in dem Loadout auch eine bessere Plasma-Pistole. Das heißt, das bringt uns nicht wirklich viel. Der Inoculator hat zwar einen besseren Charge. Oh, plus 1,2 HP die Sekunde. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber bei dem anderen bekomme ich einen Toughness. Damage Reduction durch Ranged. Nein, Virtue, Focus. Alles nicht so richtig cool. Dann würde ich sagen, schauen wir uns in dieser Runde nochmal die nächste Location an, wo unser Magus Biologus sich befinden könnte. Und ich bin gespannt, wohin uns das Spiel jetzt schickt. Mining Rig Raid. Also auf eine Minenwelt. Hier unten sehen wir schon die grobe Karte.
Hier sehen wir natürlich auch eingeblendet schön die Gegnertypen, die auf uns zukommen werden. Das Briefing könnt ihr euch wieder mal durchlesen, indem ihr Pause klickt. Ich werde das erst durchlesen, wenn dann wirklich die Vollversion draußen ist und wir gegebenenfalls auch auf Deutsch das Ganze lesen können. Was natürlich jetzt hier krass ist. 125er. Es wird Stück für Stück härter. Ich bin mal gespannt, wie die Gegner sich hier verhalten. Und wir springen direkt mal rein in diese Mission. Tooltips sind natürlich immer spannend. Die meisten Sachen hat man mit der Zeit schon sowieso gelernt. Und wir sind hier auf einem Aegis-Landepad. This is the second location where Omega's biologus could be. Unfortunately, the area is swarming with hostiles. Natürlich. Wäre natürlich auch zu einfach, wenn hier keine Gegner wären. Das Coole ist, der geneigte Tabletop-Spieler erkennt gerade hier in diesen Situationen immer Elemente, die man auch wirklich als Gelände fürs Warhammer 40k Tabletop nutzen kann. Gerade das hier ist eine Landeplattform, die eigentlich auf ungefähr so hohen Stützen steht, bei denen auch diese Gun Shields an der Seite hoch und runter geklappt werden können. Richtig cool, das neu hier zu erkennen, auch sich dann wirklich mal drauf zu bewegen. Und das macht auch Bock für die anderen Videos im Channel, vielleicht nochmal solches Gelände zu kaufen. Wer das von euch noch nicht weiß, ich mache hauptsächlich Tabletop Miniature Wargaming in einer Art Vlog-Format. Da geht es tatsächlich um das Bemalen und Bespielen der Figuren. Da könnt ihr gerne mal im Video reinschauen. Das Maltisch am Mittwoch. Jeden Mittwoch kommt eine Episode, bei der ich euch mit Neuigkeiten versorge, mal über meine aktuellen Projekte berichte, über Fortschritte, über Gedanken zum Hobby oder einfach mal auch Spielberichte mit einpflege. Da könnt ihr auf die Videos in meinem Channel gucken oder ihr könnt einfach mal auf die Endcard warten. Gleich, wenn ihr dieses Video durchschauen wollt, da setze ich auf jeden Fall auch einen Link rein zu einem der Videos, einer der Mittwochsepisoden. Hier haben wir ordentlich Heretiker, allerdings alles niedriglevelige, noch nicht die richtige Herausforderung. Wahrscheinlich wird es gleich erst bei Champions und Helden in dieser Mission schwieriger. Ich bin mal gespannt und versuche natürlich hier direkt in Richtung des möglichen Punkts zu kommen, wo sich der Magus Biologus befinden könnte, um nicht zu viel Zeit zu verschwenden. Ich denke mal, gerade in diesen Story-Missionen findet man sowieso nicht so viele Lootboxen am Rand des Spielfeldes. Da habe ich schon wieder gesagt, Spielfeld. Nicht so viele wie zum Beispiel in den Random-Missionen, die man zwischendurch auch spielen kann. Natürlich bringt mir dieses Gun-Emplacement auch überhaupt nichts, so wie es ausgerichtet ist. Wäre schön, wenn es in die andere Richtung stünde. Da kommt nämlich gerade eine Gruppe Tribesmen, die dann ordentlich Kampfgeschütz ins Gesicht bekommen hätten. Aber hätte, Fahrradkette. So ist das Spiel meist so ausgerichtet, dass mir diese Gun-Emplacements nichts bringen. Hier haben wir auch gerade dazwischen einen Commander, sehe ich. Der hat nämlich eben zwei Tarantula Century Guns gerufen. Das ist was tatsächlich auch noch eine kleine Herausforderung für mich ist, weil die entsprechend hart sind. Wenn ich allerdings den Commander umwumse, sind auch die Century Guns weg. Deshalb werde ich erstmal hier vor ihm den Level etwas clearen und dann gleich hinten reinrennen und ihm ordentlich mit dem Cyclone Missile Launcher ins Gesicht geben. Ungefähr so. Genau. Da hat schon der Cyclone Missile Launcher gereicht. Da musste ich gar nicht die Schrotflinte nochmal betätigen. Und wie ihr seht, die Century Guns sind futsch. Ich wurde auch schon angefragt, ob ich mir den Multiplayer-Modus angeschaut habe dieses Spieles. Habe ich noch nicht. Es wäre ja vielleicht interessant, das tatsächlich mal zu machen
und auch mit einem von euch Zuschauern dann gemeinsam durch eine Multiplayer-Mission zu latschen und das in einem Let's Play festzuhalten. Ob und wie das umsetzbar ist, weiß ich noch nicht genau. Bis dahin werde ich erstmal hier alleine durch die Finsternis der Zukunft streifen, in der Hoffnung, dass ich irgendwann den Magos Biologis finde, wie gewünscht von meinem J. Javin of Heart. Und der Renegade Commander heilt sich natürlich sofort. Unfortunately for me. Aber hier hinten ist ein Gun Emplacement, das mir was bringen könnte, wenn ich es schaffe, den Commander irgendwie hier hinzuziehen. Aktiviere das Ganze mal. Ja, dann kann ich nämlich hier mit der Kanone ihm ordentlich auf die Mütze geben. Das Problem ist, dass der Sichtbereich nicht reicht, um hier auf der Seite die Feinde zu beschießen. Das heißt, Gun Emplacements eher unpraktisch für mich in der Taktik, da ich als Crusader hier auch schon standardmäßig so einen relativ hohen Output habe. Gerade mit so Sachen wie der Schrotflinte. Ob es vielleicht diese Gun Emplacements bei sowas wie Nahkampf-Builds besser sind, kann ich noch nicht sagen, habe noch keine ausprobiert. Wäre dann allerdings noch zu probieren. So, die geben auch ordentlich Splatter-Effekte von sich. Und hier hinten haben wir ein bisschen Supply. Ich glaube, da finde ich eher Ladung für die Digital Weapons. Genau. Die habe ich in diesem Level hier noch nicht eingesetzt. Das heißt, da muss ich auch noch nichts mitnehmen. Und dort hinten scheint der Punkt zu sein, wo ich den Magos Biologis finden könnte. Wenn ich glaube, dass das Spiel so aufgebaut ist, wie es normalerweise gemacht wird, ist der hier hinten noch nicht und ich muss auch die dritte Location auch noch absuchen. Da sieht's genauso aus, wie ich gesagt habe. I have a lost fortress monastery to find. I hope she can help my investigation. For her sake. Und wie wir hier gerade merken, nachdem wir die Mission komplettiert haben, der Magus Biologis ist offensichtlich eine Frau, denn es wurde von She geredet. Die XP reichen mir für den nächsten Rang des Inquisitors, Rang 6, und beziehungsweise Level, und die Rank Points für den Account steigen auch ein bisschen. Was sagt uns die Lootbox? Die Lootbox gibt uns gerade viele Digitalwaffen. Gut, kann ich mir in Ruhe mal anschauen. Heroic Deed completed. Ein Attribute Point bekommen. Das heißt, das sind diese hier: Warfare Toughness und Virtue. Ich weiß gar nicht, was ich hier. Ich glaube, Toughness ist aktuell am besten, da wir nämlich da auch in die Richtung gehen, dass Hit Points regeneriert werden. Deshalb plus auf Toughness durch die Gegenstände noch zwei zusätzliche. Also habe ich hier Toughness tatsächlich schon 6 Punkte und bewege mich in Richtung der zweiten Stufe, wo ich einen 30 Hitpoint pro Sekunde Bonus als Regeneration bekommen werde. Das ist cool, da warte ich drauf und wir haben auch noch einen Punkt im Skilltree möglich. Hurra! Zuletzt waren wir hier im Support unterwegs, um den Fokus zu verbessern. Und ich glaube, da möchte ich auch weitermachen, denn hier in der Mitte haben wir dann die Schnittstelle, dass auch die Inoculator Fokus wiedergeben. Das heißt, wenn ich mich heile, bekomme ich gleichzeitig Fokus zurück. Und dann kann ich auch hier hochgehen in Richtung die Inoculator Capacity erhöhen. Machen wir doch, glaube ich, mal, oder? Zack, da gibt es noch mal ein bisschen mehr Force für mich. Und das sollte für heute reichen. Ich danke euch fürs Zuschauen beim Let's Play Inquisitor Martyr im Alpha-Bild. Ihr könnt jetzt hier auf dem Bildschirm klicken. Wir haben hier, glaube ich, gerade die Links zu den tatsächlichen Tabletop- und Miniature-Wargaming-Klamotten. Und über mir findet ihr die
komplette Playlist der Let's Play Videos, wo ihr euch alle Videos nochmal anschauen könnt. Danke fürs Zuschauen. Ideen, Anregungen, Kritik bitte unten in die Kommentarsektion. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Inquisitor Martyr. Und ich würde sagen, keep on wargaming.